Hi Folks, ihr seid Individualisten und nutzt Steam? Dann habe ich heute bei Bernie reagiert, genau das richtige Thema für euch. Nach dem Intro geht's los, also nicht weglaufen. Alarm! Alarm! Seit dem 25. Juni läuft bei Steam der Summer Sale. Geht noch bis zum 9. Juli und da könnt ihr auch noch richtig, richtig fette Rabatte auf tausende von Games bekommen. Das ist aber nicht alles, denn Valve hat klammheimlich im Zuge dieses Summer Sales eine komplett neue Funktion eingeführt, und zwar die Steam Points. Diese Steam Points, dieser Steam Point Shop ist ab sofort ganzjährig geöffnet. Und man muss natürlich schauen, ob dieses System Zukunft hat. Meiner Meinung nach wird es von euch da draußen, von den Gamern, abhängig gemacht werden, wie gut das Ganze angenommen wird und ob das Ganze dann Zukunft hat. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Funktion, denn ich liebe es, Sachen zu individualisieren. Ob das jetzt in einem Spiel ist oder wie jetzt halt bei Steam, dass ich mein eigenes Profil individualisieren kann. Finde ich einfach richtig, richtig geil. Ziemlich interessant ist auch, dass ihr halt bis zum 9. Juli im Zuge dieses Summer Sales jeden Tag beispielsweise einen Gratis-Sticker bekommt. Da werdet ihr natürlich dann ein bisschen dazu angereizt, euch einzuloggen und dann euch da anzuschauen und eventuell auch etwas zu kaufen. Kaufen ist ein gutes Stichwort, denn jedes Mal, wenn ihr etwas auf Steam kauft, jeder Euro wird euch auf diese Steam-Punkte angerechnet, ob das jetzt Hardware ist, ob das ein Game ist, ob das Software, ein Soundtrack oder ein DLC ist, was auch immer, ihr bekommt für jeden ausgegebenen Euro 112 Steam-Points als Belohnung. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, 112 für einen Euro, was ist das für eine krumme Zahl? Das liegt einfach wegen der US-Währung an der Umrechnung. Also da müsst ihr euch nichts irgendwie überdenken. Die meisten von euch werden sich jetzt fragen, ja okay, ich kann jetzt irgendwie Steam Points bekommen, wenn ich irgendwie Sachen bei Steam kaufe und ich kann mein Profil individualisieren. Aber was genau kann ich denn jetzt eigentlich mit diesen Steam Punkten direkt anfangen? Also, ich will das mal kurz zusammenfassen. Ihr könnt mit euren Steam Points, die ihr euch wie gesagt dadurch verdient, wenn ihr irgendwie bei Steam etwas kauft, animierte Avatare kaufen. Ihr könnt Profilrahmen, Hintergründe, Abzeichen und Chat-Effekte bekommen. Das alles ist natürlich momentan noch im Anfangsstadium. Das wird nach und nach immer weiter ausgebaut, wobei es jetzt zum Anfang eigentlich, finde ich persönlich, schon einige ziemliche coole Sachen da irgendwie gibt zu verschiedensten Spielen, wie gesagt, Profilrahmen, Hintergründe. Da ist mit Sicherheit auch jetzt, auch wenn es noch ganz frisch ist, schon für jeden von euch was dabei. Und wenn nicht, ja mein Gott, dann spart euch halt eure Punkte, wartet ab, was da in Zukunft noch so kommt, und dann werdet ihr mit Sicherheit irgendwas finden. Was ganz cool ist, finde ich, dass ihr auch andere Spieler mit maximal 100 Steam Points belohnen könnt, indem ihr halt deren Inhalte und Rezensionen auszeichnet. Ist eigentlich auch eine ganz hübsche Geschichte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob, wenn ihr da irgendwas auszeichnet, die Leute jetzt direkt dann 100 Steam Punkte bekommen. Das weiß ich nicht, ob das ist dann, keine Ahnung, weil ihr nämlich auch diese Steam Punkte nicht handeln könnt. Vielleicht kann man das dann quasi irgendwie so übergehen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie oft man dann da irgendwie eine Sache bewerten kann. Deswegen, das kann man dann wahrscheinlich nicht umgehen, dass man irgendjemandem einfach Punkte zuschustert. Wichtig ist, dass alles, was ihr dort kauft, also ich sage es nochmal, animierte Avatare, Hintergründe, Profilrahmen, Abzeichen und Chat-Effekte auf Dauer euch gehört. Es gibt spezielle Profilhintergründe, die sind dann beispielsweise auf 30 Tage limitiert, wie jetzt gerade das goldene Sommerprofil. Das kostet natürlich auch 5000 Punkte, das ist also nicht ganz so günstig, und ich persönlich finde es auch ehrlich gesagt schwachsinnig,
Vor allen Dingen, weil es halt nach 30 Tagen wieder verschwindet. Da kann man sein Geld höchstwahrscheinlich besser ausgeben. Vielleicht fragen sich einige von euch hier, was ist denn aber mit den Sammelkarten? Ich mag Sammelkarten, ich mache das schon ziemlich lange, ich versuche da immer alle zu bekommen und so weiter und so fort. Da kann ich euch direkt beruhigen. Die bleiben und sollen dann im Endeffekt parallel zu diesen Steam Points existieren. Also die werden euch nicht weggenommen. Es gibt weiterhin Sammelkarten und es gibt halt jetzt diese Steam Points. Was sagt ihr denn zu diesen Steam Points? Habt ihr da Bock drauf, euer Profil schick zu machen und zu individualisieren? Oder sagt ihr, oh, das ist völlig unnötig, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es auf jeden Fall einfach eine mega coole Funktion von Steam, weil man so halt die Leute auch noch ein bisschen mehr an die Plattform bindet. Und ich persönlich bin halt jemand, der es liebt, Sachen zu individualisieren. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich euch mit diesem Video ein bisschen unterhalten konnte, ein bisschen aufklären konnte, vielleicht kanntet ihr diese Funktion ja auch noch gar nicht. Lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Ich habe euch auch unten in der Videobeschreibung mal direkt den Link zu diesem Point Shop von Steam dagelassen. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen umgucken. Vielleicht findet ihr ja was Hübsches. Jetzt habt ihr immer noch nicht genug von mir. Ja, meine Güte. Dann guckt euch doch einfach hier unten meine letzten beiden aktuellen Videos an. Teilt auch gerne mal was, wenn es euch irgendwie sehr gefallen hat. Und lasst mir auch gerne ein Abo da. So, ich bin dann auch raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss.